Bei mir im Studio ist Jörg Schiep, Internet-Experte des WDR. Schönen guten Abend. Guten Abend. Das ist schon ein ziemliches Gangsterstück, was da unterstellt wird. Jetzt frage ich aber den Internet-Experten erstmal, abgesehen von der politischen Diskussion, die wir am Wochenende in den USA hatten, geht sowas eigentlich? Naja, hacken geht, das wissen wir ja nur aus eigener Erfahrung. Jeden Tag werden irgendwelche Hackangriffe bekannt, die mal erfolgreich sind, mal nicht erfolgreich sind. Und die meisten erfahren wir gar nicht. Das sind nämlich die, die noch erfolgreicher waren, aber in der Oberfläche gar nicht zu sehen gewesen sind. Also, dass man E-Mails-Account hackt, insbesondere wenn sie nicht gut gesichert sind, privat teilweise ja auch verwendet werden, das ist mehr oder weniger Alltag. Also, dass da jemand gehackt haben kann, E-Mail-Zugänge und auch Dokumente entsprechend aus der Cloud zum Beispiel, gemobst haben kann und die dann weitergegeben hat an WikiLeaks oder DC-Leaks, was ja hier offensichtlich der Fall gewesen ist, das ist absolut glaubwürdig. Und irgendwo müssen diese Dokumente ja auch hergekommen sein und die sind ganz sicher nicht auf ganz normalem offiziellen Wege besorgt worden, das steht mal fest. Herr Schiep, jetzt sind wir ja eigentlich gewöhnt schon an diese Meldungen, dass es Hackerangriffe gibt aufgrund wirtschaftlicher Interessen. Das ist ja auch gut nachvollziehbar. Gerade zwischen zum Beispiel Ländern wie den USA oder China oder auch Russland gibt es ja richtige Kämpfe um Informationen. Das ist nachvollziehbar. Haben wir denn jetzt den Nachweis, aber zumindest den Eindruck, dass das in die Politik überwandert? Ich glaube, das war schon lange in der Politik. Auch die USA sind da ja nun kein weißes Schaf. Die haben ja auch nun Geheimdienste, die sehr intensiv operieren und die Sicherheitslücken kaufen. Das ist ja nachweisbar, dass sie Sicherheitslücken kaufen, um sie dann nutzen und missbrauchen zu können. Das machen alle großen Staatsmächte, also Russland, USA, aber auch Deutschland kauft durchaus Sicherheitslücken und nutzt die aus für Behörden zum Beispiel. Also das ist nichts Neues, dass man davon ausgehen muss, dass auch politische Manipulationsversuche unternommen werden, dass man versucht mitzubekommen, was andere Staatsmächte machen. Denken Sie nur an das gehackte Smartphone von der Bundeskanzlerin. Ist ja auch im Grunde genommen derselbe Fall. Letztendlich, da wurden Methoden genutzt, Hackmethoden genutzt, um an Informationen zu kommen, an die man eigentlich nicht kommen sollte. Also das ist schon lange Usus und deswegen ist die Vermutung, dass hier die Russen oder andere gehackt haben oder Hackversuche unternommen haben, absolut naheliegend. Ist denn, sagen wir mal, Russland sozusagen prädestiniert? Die Hackerszene in Russland ist ja berühmt, die ist ja weltweit berühmt. Eine sehr, sehr gute, eine sehr, sehr intelligente Hackerszene. Kann man sich vorstellen, dass der Kreml so einen Trupp zusammenruft und sagt, ihr seid hier die besten Hacker, die da mit Cola und Chips sitzen und sagt, macht mal folgende Geschichte. Da gibt es jetzt einen Wahlkampf in den USA, beeinflusst den mal. Naja, ganz so wird der Auftrag da nicht lauten. Er wird nicht lauten, beeinflusst mal die Wahlen. Das ist dann sozusagen die Strategie dahinter. Aber Hacker anzuheuern weltweit ist nicht die Schwierigkeit. Die müssen ja auch nicht in Russland sitzen, das darf man nicht vergessen. Die können sonst wo sitzen. Man muss sie nur von dort aus kontrollieren und auch bezahlen. Das ist der springende Punkt. Man muss sie bezahlen. Man braucht sehr viel Kapital, um gute Leute zu bekommen. Man braucht eine Strategie, das ist auch nicht ganz einfach und auch teuer letztendlich. Und dann kann man letztlich alles erreichen, wenn man das hat, wenn man diese Ressourcen hat. Geld und den Willen, das zu tun. Und dann findet man auch schon die richtigen Leute, die das tun. Und wenn man sie dann noch auf eigenem Staatsgebiet hat und die dann quasi geschützt sind, ist das natürlich nochmal ein kleiner Luxus obendrauf. Herr Schiep, wir sprechen da gleich nochmal weiter drüber. Herr Schiep, aber eine Sache finden wir ja nun auch erschreckend. Das ist nämlich schon in Deutschland so etwas wie Fake News gibt, und zwar in dem Einfluss auf die Politik, vor dem wir uns fürchten für das nächste Jahr, für die Bundestagswahlen. Renate Künast musste davon erleben, wie das ihr Renommee ganz schnell in den Keller ziehen kann, weil solche angeblichen Zitate von ihr in den sozialen Netzwerken auftauchen.